Und wenn wir das umsetzen können, dass wir neue Menschen gewinnen, um Musik zu machen und zu begeistern, dann ist das Camp absolut erfolgreich. Hi, der Jan hier von Music & Stuff. Wir sind immer noch beim Warwick Bass Camp und ja, nachdem wir schon mit vielen Bassisten und Musikern gesprochen haben, wollen wir auch mal mit den Leuten reden, die überhaupt dafür verantwortlich sind, sozusagen, dass hier überhaupt ein Basscamp stattfindet. Und zwar sind Peter Wilfer von Warwick und Framis und Dieter Rösberg von Gitarre und Bass, die das Ganze hier aus der Taufe gehoben haben. Ja, könnt ihr denn mal so ein bisschen erzählen, wie überhaupt so die Grundidee kam oder was die Idee dahinter war, wie so ein Basscamp aus dem Boden zu stampfen? Die Grundidee kommt immer, wie das von Hans-Peter Wilfer ist. Der ruft mich an und sagt, ich habe da eine Idee, was hältst du davon? Und dann sage ich manchmal, super Idee. Manchmal sage ich, ganz super Idee. Und manchmal sage ich, nee. Nein, das war jetzt ein bisschen kurz und schmerzlos gemacht, aber ich glaube, Hans-Peter hat halt gemerkt, dass sowas tatsächlich fehlt. Ja, na gut, die Grundidee kommt ja aus Amerika, kommt von Steve Bailey, der zwischenzeitlich Leiter der Bassabteilung von Berkeley ist in Boston. Und Steve hatte das vor Jahren, ich weiß nicht, 4, 5 Jahre her ist das, wo er gesagt hat, es wäre doch toll, weil er leitet ja zusammen mit Victor Wooten das Basscamp in Nashville von Victor Wooten, sowas hier zu machen. Da hat man so drüber oberflächlich diskutiert oder sich unterhalten, wenn man sich gesehen hatte. Und ja, im 2010 im Dezember oder 2011. 2010, denke ich, im Dezember hatte ich dich gefragt. Der erste Basecamp war 2012. Dann war es Dezember 2011, hatte ich in Herrn Rösberg angerufen und gefragt, ob er Interesse hat, die Idee eines Basecamps in Deutschland zu machen. Ja. Und da das Objekt oder so ein Projekt doch nicht so einfach zu handhaben ist, war natürlich Expertise, dritte Expertise von dem Fachzeitschrift ganz extrem wichtig gewesen. Ja. Und Dieter hatte, oder Herr Rösberg hatte gesagt, Dieter sagte, fände er richtig klasse. Ja. Und habe ich an sich nicht mit gerechnet, dass er das sagt. Und ja gut, daraus hat sich dann alles entwickelt. Wir haben dann quasi einen Mitarbeiter abgestellt, ja, der auch in Berkeley gearbeitet hatte. Den haben wir erstmal abgestellt, der sich dann quasi, ja, mit Jonas zusammengetan hat, und dann haben wir quasi das Konzept entwickelt mit zusammen. Dann hat Steve natürlich mitgeholfen und dann gab ein Rad das andere und dann war es relativ schnell dabei, dass wir gemerkt haben, wir brauchen nicht zwei Professoren, sondern wir brauchen möglichst viele, um es attraktiv wie möglich zu machen. Und das war halt super. Im ersten Jahr war es noch nicht so groß wie jetzt, ich weiß gar nicht, hatten wir 40 Leute? Ja, 40 oder 50 und 45 Students hatten wir im ersten Jahr. Aber auch schon 12 Dozenten. Und war auch schon erfolgreich. Also super, für damals war es ja schon sehr klein, da hatten wir auch kein Festival oder was weiß ich am Ende gemacht. Hatten wir auch keinen Club, wie wir den jetzt haben, wo man den Abend ganz anders gestalten kann. Ja, das ist jetzt gewachsen über die Jahre hin. Im Prinzip ist vieles gewachsen aus der Praxis raus. Ja. Also das erste Mal war gut, das zweite Mal war viel besser, aber da war immer noch das Problem, dass immer einige Klassen runter in die Musikschule mussten, weil es gab nur die Räume hier bei Warwick und die Music Hall gab es nicht. Und dann hat uns Peter irgendwie ganz spontan gesagt, jetzt mache ich das auch noch. Jetzt mache ich dann Club hin mit Seminarräumen drin. Ja, erst wollten wir hier nur Seminarräume haben. Genau. Und aber das den Seminarräumen ist dann ein bisschen näher geworden. Aber es ist alles aus der Praxis geworden. Ja. Als wir gemerkt haben, es ist halt nicht gut, wenn die Studenten halt dann wieder da runtergefahren werden müssen und wieder zurück. Und wir haben gemerkt, je enger die zusammen sind, desto besser ist es. Und dieses Jahr haben wir wieder was geändert. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel die Schüler immer jeden Tag in der gleichen Klasse gelassen. Also am ersten Tag war die eine Gruppe immer in dem gleichen Raum. Dann war sie am nächsten Tag im zweiten, am dritten Tag im vierten und so weiter. Einfach um möglichst wenig Reibungsverluste zu haben. Ne? Ja. Und die ersten 2 Jahre war es auch so, dass zum Beispiel abends die Partys immer im Hotel waren, da wo die Dozenten gewohnt haben. War auch wunderschön eigentlich im Alpenhof, ja, so toll klein, ganz klein, ganz knuffig, aber ja, auch das ist gesprengt worden dann, als es so groß wurde. Wenn die Studenten und Dozenten dann eine Stunde warten müssen, dass sie zum Essen hingehen, dann geht das nicht. Ja. Das ist dann negativ. Aber ich möchte nochmal was sagen, die Idee auch für das Basecamp ist ja, um Menschen für Musik machen zu motivieren. Ja. Ganz wichtig von Anfang an war und für mich, dass das kein Warwick oder
gut, Gitarre, Bass macht jetzt keine Instrumente, aber dass es vom Branding her ganz offen ist und dass wir uns nicht festlegen und sagen, es dürfen nur Warwick-Dozenten sein, es dürfen nur Warwick-Spieler oder was weiß ich. Und genau das ist, glaube ich, der Erfolg, dass wir die Plattform zur Verfügung stellen. Wir tun da gemeinsam Geld rein investieren in das Projekt oder in das Basecamp. Und wir wollen Menschen begeistern, Ambassadors zu werden für Bass oder Ambassador zu sein für Spielen, für das Musikmachen. Und das ist an sich der Hauptgedanke, warum wir das ins Leben gerufen haben. Genau, wir haben uns damals auch beim ersten Mal schon hingesetzt und gesagt, komm, jetzt überlegen wir mal, wer als Dozent gut wäre, weil wir wollten natürlich ein paar Warwick-Leute haben, wir wollten den Steve Bailey haben mit seiner ganzen Erfahrung, wir wollten aber auch deutsche Dozenten haben. Da haben wir uns den Wolfgang Schmidt und damals den Günter Gebauer ausgeguckt, weil das sehr, sehr renommierte deutsche Leute waren. Und das machen wir auch weiter, so das macht Hans-Peter. Wir ziehen genau das so weiter, dass wir wirklich versuchen, eine super schöne Mischung von Dozenten zu kriegen. Und wir merken es auch an den Students, einige kommen ja tatsächlich wieder. Wir haben letzte Woche mal den Test gemacht, haben gefragt, wer war im ersten Jahr, dann im zweiten, im dritten, im vierten, es wurden immer mehr Hände. Ja. Aber man merkt auch bei den Leuten, dass sie das aufnehmen. Ja. Und wieder, das schönste Statement war gestern Abend bei der Verabschiedung. Ich glaube, Steve hat es gesagt, wo er gemerkt hat, es sind Leute wirklich besser geworden. Ja. Und das, was Besseres kann nicht passieren. Nein. Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen halt das. Und ich merke es auch an dem Response, was man so kriegt. Die Leute tragen es ja auch in die Welt raus, dass es eine gute Sache ist. Und das ist eigentlich das, worum es uns geht. Es ist die Musik fördern. Um dass Menschen eben Musik anfangen zu machen, in allen Bereichen, ob das jetzt Schlagzeug ist, ob das Gitarre ist, ob das was auch immer. Einfach Menschen zu motivieren. Und ich bin überzeugt, ein Großteil der Studenten oder fast wahrscheinlich jeder, der nach dieser Woche hier nach Hause geht, motiviert andere Menschen, ja, um eventuell, kann man nicht gesichert sagen, aber Musik zu beginnen. Und wenn wir das umsetzen können, dass wir neue Menschen gewinnen, um Musik zu machen und zu begeistern, dann ist das Camp absolut erfolgreich. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass wir seit 2 Jahren Uwe Bosch gewonnen haben. Der war vor 3 Jahren das erste Mal auch als freier Journalist oder als Neugieriger da gewesen. Und in Gesprächen hat sich dann ergeben, dass Uwe Interesse hatte, konnten wir dann gewinnen. Und Uwe leitet ja jetzt das Camp hauptsächlich. Das heißt, er koordiniert alles. Er macht die ganze Organisation dafür. Ich bin jetzt heutzutage genauso wie Dieter eher im Backoffice oder im Hintergrund drinnen. Wir haben auch andere Dinge noch zu machen. Und ich glaube, auch mit Ovi zusammen ist uns ein Top-Zug gelungen. Der geht auch auf in Hefekuchen in dem Bereich um den, nicht körperlich, hat er abgenommen. Da muss man ihm ganz viel Kompliment geben. Nein, aber der macht das wirklich unglaublich gut. Und wir hatten ja letztes Jahr schon im September, hatten wir, glaube ich, fast alle Teilnehmer zusammen. Und er hat wirklich dann ab Anfang des Jahres hat er konstanten Kontakt mit den Leuten gehabt, hat mit denen hin und her gemailt und hat Fragebogen verschickt, und sodass wir auch die Gruppen gut einteilen können. Wir haben ja wirklich vom absoluten Anfänger bis zum Typen, der fast schon Profi ist, Leute hier. Ne? Aber das hat sich auch bewährt. Wir sind sogar Profis. Das sind richtige Profis hier. Ja. Und das hat sich aber bewährt, dass man mit den Leuten vorher Kontakt hat und dass man also nicht nur die kommen lässt und dann einfach sagt, so, und jetzt schmeißen wir euch was mal hin, sondern man macht vorher schon ein Konzept, man weiß also schon, wer kommt. Und ist genau das gleiche mit den Dozenten, die kriegen auch schon genau den gleichen Kontakt mit, tauscht mit denen aus, was können wir machen, was machen wir dieses Jahr anders als letztes Jahr, was machen wir besser. Auch Ove hat jetzt schon wieder, hat er mir gestern verraten, schon wieder ganz viele Ideen für nächstes Jahr, was man wieder anders machen kann. Wir haben auch zwei top neue Dozenten die letzten Tage fürs nächste Jahr schon gewinnen können. Das ist aber dann Oves Part, das nach außen bekannt zu geben. Aber das wird langsam wirklich ein gewisser Selbstläufer. Was wir ja auch wollen, ist, dass sich einmal hier in den letzten Tagen, Donnerstag, Freitag, Samstag, so die Szene trifft. Der Chris Rodriguez ist da von Revolverheld und der sagte, es ist absolut geil. Also es gefällt ihm richtig gut und das ist ja auch kein Warwick-Spieler oder was weiß ich. Wir haben uns kennengelernt über Karlabässe, weil er an Karlabässen Interesse hatte. Und da habe ich ihn dann eingeladen. Aber das wird so ein Meeting-Point für Bassisten. Kommen jetzt auch langsam ein paar Gitarristen dazu, die sich einmal im Jahr ungeschwungen austauschen können. Da ist kein Stress, da ist kein
kein Druck, dass der eine sich darstellen muss etc., weil wenn du auf einer Messe bist, hat ja jeder eine gewisse Rolle auch einzuhalten und das ist einfach dies. Und die freuen sich teilweise, da sehen sich Bassisten, die sich 20 Jahre lang nicht mehr gesehen haben. Das hatten wir letztes Jahr mit Chuck Rainey und mit, wie hieß der andere? Chuck Rainey, auf jeden Fall zwei wirklich ganz bekannte Menschen, die sich das letzte Mal vor 20 Jahren in den USA gesehen haben. Da haben sie miteinander irgendwas gehabt und gespielt oder wie auch immer. Und hier treffen sie sich in Magdeburg-Kirchen. Ich meine, das ist schon sehr kurios. Gestern haben wir auch eine lustige Szene, auch genau das Gleiche. Wolf Hoffmann trifft auf Billy Sheen und sagt, oh, wir haben uns ja 20 Jahre nicht mehr gesehen. Ja. Und Billy Sheen sagt, hör mal, ich bin dein größter Fan. Und Wolf sagt, bitte? Ist umgekehrt, ich bin dein größter Fan. Ja. Das sind einfach schöne Szenen. Weißt du? Und das ist echt, das ist keine Show. Und die fliegen teilweise 16 Stunden, 20 Stunden fliegen die hierher, dass die 2 Tage hier sind und 20 Stunden wieder zurück. Also es ist schon heftig. Und das ist schon ein großes Kompliment für uns, für das, was wir da in dem 5. Jahr jetzt erschaffen haben. Und ja, da dürfen wir schon stolz drauf sein. Und die kommen alle gerne, die kommen nicht. Ja. Ich glaube, mittlerweile muss man gar nicht mehr so feste Fragen wie früher. Ne? Ja. Anfang war es noch ein bisschen mühsamer, glaube ich. Aber so in die Zukunft gedacht, weil ihr ja auch sagt, das war eigentlich quasi schon nach dem letzten Festival, ist das nächste schon wieder ausverkauft. Denkt ihr, es gibt irgendwie so eine Größe, die es irgendwann erreicht, wo es dann keinen Sinn mehr macht, das noch größer zu machen? Wir wollen es nicht größer machen. Nein. Wir haben schon nach dem zweiten Jahr beschlossen, dass wir es so in der Größe machen lassen. Ich habe gerade mit Tetsuo gesprochen, das ist ja der eine Bassist aus Japan. Ja. Und der ist ja dort eine richtige, richtige Größe. Also er ist einer der profiliertesten Bassisten in Japan. Und wird nächstes Jahr auch als Professor da sein, das kann ich sagen. Und er sagte, wir können doch da 50, 100 und noch mehr Bassisten aus Japan mit einladen. Und der hat Nachfrage, die haben richtig Nachfrage in Japan, nach Deutschland zu uns zu kommen, zum Basecamp. Wo ich ihm gesagt habe, wir wollen das schon um die 80 bis 90 Studenten belassen. Weil es geht nicht darum, dass das Ganze eine profitorientierte Veranstaltung ist. Natürlich möchte ich meine Investments auf Dauer schon halbwegs im Griff kriegen. Deswegen ist es nicht machbar, den Kurs mehr für 399 oder 499 anzubieten, weil wir bieten mehr als auf AIDA Schiff für 3 Wochen in den 5 oder 6 Tagen, wenn man das alles mal zusammenrechnet, was, dass ich mit Billy Sheen sprechen kann, dass ich mit Abraham Lapolian sprechen kann und was weiß ich. Ich meine, die trifft man ja nicht alle Tage, die Namen, die man jetzt hier sieht. Also es ist nicht ganz eine Nullnummer, aber wir wollen es nicht so weit aufbohren, dass am Schluss 300 Studenten da sind. Das ist also nicht gedacht. Ja. Also ist auch davon auszugehen, auch wenn du jetzt sagst, ihr könnt doch nicht so viel sagen, was nächstes Jahr immer an Neuem dazukommt. Aber so der grobe Rahmen wird auch so bleiben wie der grobe Rahmen. Ja, ist so beschlossen, dass es nicht größer macht. Ob das jetzt 2 Studenten mehr sind oder 2 weniger, das ist. Ich habe gesagt, wir waren jetzt im September ausgebucht. Natürlich, ein paar Leute mussten dann aus Krankheits- oder was anderen Gründen wieder absagen. Wir hatten eine Warteliste. Wir konnten also eine ganze Reihe, wir konnten immer alles wieder auffüllen. Das war ganz schön. Wir haben jetzt auch schon wieder, glaube ich, 30. Obwohl es im Camper nicht vorbei ist. Nächstes Jahr haben wir schon verbindlich vorliegen. Wir haben nochmal nachgeschaut, Schüler aus 15 Ländern insgesamt. Wir haben, glaube ich, 15 Mädels dabei, was ich toll finde, dass das so ist. Im ersten Jahr hatten wir, glaube ich, 3. Ja. Und dann wurden es jedes Jahr ein bisschen mehr, was ich auch ganz wichtig finde eigentlich. Und jetzt zum Beispiel sind wieder ein paar Anmeldungen dabei von Leuten, die dieses Jahr nicht kommen. Einer aus Australien wieder, der Australier, der vor 2 Jahren, der hat sich gestern angemeldet. Das muss man sich einfach vorstellen, das ist super. Irre. Nein, aber wir wollen es nicht größer, definitiv nicht größer machen. Wir wollen weiter das Reefland Festival aufbauen, das ist von mir schon ein Ziel. Da möchte ich immer ein Stückchen weiter mit wachsen. Mit dem Festival ist ja bis jetzt auch ein Festival, was dazu zum Paket gehört. Wird sicher auch nächstes Jahr zum Paket weiter dazugehören, aber es wird vielleicht irgendwann in 1-2 Jahren nicht mehr ein freies Festival sein. Das ist dann, wenn wir mit den Bands wachsen, wenn das Festival einen größeren Stellenwert bekommt, dann ist es auch für uns leichter, einen anderen Headliner oder was weiß ich. Dieses Jahr konnten wir Schandmaul, das ist ein Riesenerfolg für uns zu gewinnen, das ist ein absoluter Durchbruch für das Festival am heutigen Tag. Aber die Veranstaltung selber wollen wir so lassen, wie sie jetzt ist. Okay. Und was ganz wichtig ist,
was du eben gesagt hast, wir wollen wirklich Leute zum Musizieren bringen. Und was ganz toll ist, meine Reaktion von draußen ist toll. Ich meine, ihr seid hier, es sind ganz viele andere Journalisten hier und die tragen genau das in die Welt. Und das eigentlich wollen wir erreichen, dass die Leute merken, Musik macht Spaß und Musik bringt was. Und jeden, den wir zum Musizieren bringen, der hilft uns allen. Und bringt die Leute auch von der Straße weg und von irgendwelchen anderen Sachen. Wir sind ja auch ein perfektes Beispiel, gerade mit unserer Aktion momentan mit Gitarrist und Bassist Against Racism, dass man sieht, dass es vollkommen egal ist, aus welchem Land die Menschen sind, ob die aus Amerika sind, ob die aus Afrika kommen, ob die aus Russland kommen. Wir haben einen Bassisten aus Russland da. Ja, es ist ein Warwick-Bassist seit 10 Jahren, der spielt in einer der größten Heavy-Metal-Bands in Russland. Es ist vollkommen wurscht, wo die Menschen herkommen. Mhm. Im Bereich von Musik, es gibt keine Unterschiede da drin. Ist das genau wie in einer Firma? Aus wie vielen Nationen kommen denn 15, die Leute? Wir haben 15 oder 16 verschiedene Nationen in meiner Firma hier oder in dem Unternehmen drin mit 66 oder 65 Mitarbeitern. Und die Musik verbindet, das ist nicht nur einfach ein Spruch, da gibt es nicht um die Politik, ich weiß nicht, wer das gestern gesagt hatte, irgendwann hatte es gestern gesagt, die Politik sollte etwas mehr von uns mal lernen im Bereich der Musik, dass Probleme auch ganz anders gelöst werden können. Ja. Ohne da jetzt eine Message zu geben, also, aber Musik verbindet einfach und Musik, da gibt es nicht die Probleme. Da gibt es auch, Musik gibt es kein was. Ja. Das ist einfach so. Ja. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ja. Und dann ja, genießen wir jetzt mal noch den letzten Tag sozusagen des Basecamps. Und ich wünsche euch auf jeden Fall schon viel Erfolg fürs nächste Jahr. Aber die Zeichen stehen ja ganz dicht. Danke. So, dann danke.